Gelbes Elend, so nannten viele in der DDR das Gefängnis im ostsächsischen Bautzen. Dort wurden vor allem politische Kritiker des Systems weggesperrt. Die Haftbedingungen galten als unmenschlich. Heute vor 65 Jahren wurde dort der erste und größte Häftlingsaufstand in der DDR niedergeschlagen. Zahlreiche Gefangene wurden verletzt. In der Gedenkstätte Bautzen erinnert jetzt eine Ausstellung an diese Revolte. Jochen Stern. 6 Jahre saß er in Bautzen ein, galt als Spion. Beim Aufstand am 31. März 1950 habe er seinen Frust aus dem Zellenfenster geschrien, sagt er. Ein maßloser Chor, teils richtig schön abgesprochen, dann wieder durcheinander. Und da war dann auch Freiheit, Freiheit, Freiheit die Rede. Hunger, Elend, Drangsal. In kleinen Skizzen hielten die Häftlinge ihren Alltag im Gefängnis Bautzen fest. 6000 Menschen eingesperrt auf engstem Raum, zu viert zum Beispiel in Zellen wie dieser. Ihr Protest gegen diese Zustände endete brutal. Und dann kamen Hundertschaften von der Volkspolizei mit Gummiknüppeln rein in die Säle. Und dann wurde auf die Häftlinge eingedroschen. Das war eigentlich nicht mehr gut zu machen. Willkür und Härte im DDR-Gefängnisalltag. Das arbeitet die Gedenkstätte Bautzen in der Sonderausstellung auf. Die Niederschlagung des Aufstands und auch die Art und Weise des Umgangs mit diesen Menschen bezeugt eben auch ganz deutlich den Drill und die Willkür dieses neuen Strafvollzugssystems. Und es hat sich eben mit diesem Aufstand dann auch dieses harte Vorgehen gegen Gefangene etabliert. Jochen Stern, 1954 nach Westdeutschland entlassen, wurde Schauspieler. Nach Bautzen kehrt er als Zeitzeuge zurück, erzählt vom ersten und größten Häftlingsaufstand der DDR.